Karen Mahn ist Lehrerin in Güstrow. Auf den ersten Blick ist nichts Außergewöhnliches an ihr zu erkennen. Sie unterrichtet unter anderem Kinder der Schule am Inselsee im Schwimmen in der Güstrower Oase, ist außerdem Biologie- und Sportlehrerin. Doch spätestens wer ihren Mädchennamen Metscho kennt, der überlegt vielleicht, wo er oder sie diesen Namen schon einmal gehört haben könnte. Sportinteressierten und denjenigen, die schon einige Jahre die Erfolge deutscher Schwimmer verfolgen, wird es wie Schuppen von den Augen fallen. Tatsächlich unterrichtet eine dreifache Olympiasiegerin die Güstrower Kinder. Sie versucht ihnen die Angst vor dem Wasser zu nehmen, bringt ihnen Woche für Woche die richtige Technik des Schwimmens bei. Karen Metschuk war selbst beim Schwimmunterricht in der Schulklasse damals von ihrem Lehrer als Schwimmtalent entdeckt worden. Schnell war klar, dass sie diese Sportart weiter verfolgen soll und will. Noch heute erinnert sie sich gern an diese Zeit. Ich erinnere mich an eine wunderbare Zeit mit ganz viel, heute sagt man Action, ne? Als Kind ist das super. Man hatte ständig was anderes, man ist ja jedes Wochenende fast an einen Wettkampf gefahren, man war ewig unterwegs. Man hat aber auch sehr viel trainiert und man hat so Grundlagen fürs Leben gelernt, würde ich sagen. So auch mal durchbeißen, mal dranbleiben, auch wenn es schwer wird, weiter üben. Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, Durchsetzungsvermögen. Das habe ich so aus der Zeit alles mitgenommen fürs tägliche Leben eigentlich. Ne? Vor allem war sie Freistilschwimmerin, doch ihren Olympiasieg holte Karen Mahn im Delfinschwimmen. Heute schwimmt sie eher ruhig ihre Bahnen, damals war sie sehr schnell unterwegs. Bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau wurde sie über 100 Meter Schmetterling Olympiasiegerin, gewann zudem mit der 4x100 Meter Freistilstaffel und der 4x100 Meter Lagenstaffel Gold. Ein Jahr später wurde sie Europameisterin über 100 Meter Freistil und holte schließlich mit der Freistilstaffel den Weltmeistertitel. Mit 18 Jahren war dann auch Schluss mit dem Wettkampfsport. Ich bin mit 18 dem Leistungssport dann ferngeblieben sozusagen. Nein, ich hätte nach Karl-Marx-Stadt gehen müssen, weil hier kein Trainer mehr war. Und das war alles ein bisschen umständlich und ich hatte eigentlich auch so nicht mehr den richtigen Spaß daran, weil täglich 2 bis 3 Mal Training, das geht an die Grenzen und ich hatte alles erreicht. Ich war Olympiasieger, ich war Europameister, ich war DDR-Meister, ich war Weltmeister und insofern konnte ich mich dann vielleicht auch nicht mehr ganz motivieren. Und dann habe ich erst mein Abitur zu Ende gemacht, dann habe ich in Rostock studiert, also ich bin in Rostock geblieben, habe Sportbiologie studiert. Heute zeigt sie Kindern, wie sie einen richtigen Kopfsprung hinbekommen und wie sie die Beine beim Rückenschwimmen korrekt bewegen. Auch im wöchentlichen Sportunterricht kann sie Kinder motivieren. Als Lehrerin ist Karen Mahn heute aber mindestens genauso glücklich wie damals, als sie Medaillen für ihr Heimatland errang. Seit 3 Jahren habe ich eine Festanstellung hier in Güstrow an der Schule am Inselsee. Fühle mich da unwahrscheinlich wohl und sehe im Moment auch keine Veranlassung, von hier wieder wegzugehen. Das ist doch ein gutes Zeichen. So wird Karen Mahn wohl noch vielen Kindern zeigen, was ein gutes Training ist. Denn das gehörte bei ihr damals 3-mal am Tag dazu. Heute will sie Schülern die Freude am Sport und an der Bewegung nahebringen. Die aufregende Jugendzeit mit Wettkämpfen und täglichem Training möchte sie nicht missen. Doch nun sind Karen Mahn Schüler anvertraut, deren Schulalltag durch sportliche Bewegung und Schwimmunterricht ergänzt wird. Und das ist ihr heutiges Medaillengold.